Jetzt wird aufgeräumt hier. Leute, bei mir werden die Bäume abgesägt jetzt hier. Und zwar aus von oben, damit die da nicht runterstürzen hier. Top-Titan Dieter Bohlen beweist erneut, er verliert die Hoffnung zuletzt. Nachdem sein Privatwald südlich von Hamburg schwere Sturmschäden davongetragen hat, sind nun Arbeiter im Einsatz und versuchen, den Restbestand des Waldes zu retten. Einige Bäume wurden entwurzelt, waren abgebrochen oder umgestürzt. Ein Anblick, der den 68-Jährigen durchaus trifft. Doch stets zeigt er sich positiv. Die Erdbeben hier, meine Freunde, mehr geht gar nicht. Ja? Also irgendwie ist von meinem schönen Wald nicht mehr viel übergeblieben, Freunde. Das ist natürlich echt das Grauen. Das ist dreimal so viel Scheiße. Aber trotzdem, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich lasse mich doch nicht von so einem scheiß Orkan hier, der alles kaputt macht. Bereits kurz nach dem Sturm stehen die Waldarbeiten an und die gehen bis ganz nach oben. Nach all den Strapazen schreibt Dieter stolz zu den Aufnahmen, in 4 Wochen soll alles fertig sein.